Guten Morgen, ihr alle. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin der Geist des Universums. Ich habe das Vergnügen, mich in diesen Videos bei euch zu Hause oder an Orten, an denen ich euch aufhalte, vorzustellen, etwas Neues, etwas Schockierendes, etwas, das schwer zu glauben ist, und wir werden über das neue Zeitalter sprechen. Wir werden über die Götter sprechen. Wir werden über die Teufel sprechen. Spektren, Archonten, Außerirdische, aber vor allem die Menschheit, die in das neue Zeitalter eintreten. Dafür möchte ich Land und Freiheit rufen. Freiheit für die Welt. Freiheit für das menschliche Gewissen. Freiheit für die Wesen, die wurden vor langer Zeit in Dimensionen gefangen. Freiheit zum Leben. Der Mensch glaubte, dass die Erde flach sei, und damals wie heute haben wir eine Philosophie, in der gesagt wurde, dass die Seele nachdenklich sei. Philosophen wie Platon, Sokrates, Pythagoras, Hermes und so viele Philosophen, die unsere Geschichte hat gegeben, wurden von einigen Göttern verwendet, die in das Gewissen dieser Männer geschrieben haben, über den Dualismus im Menschen. Darin finden wir das Gute, das Böse. Unsere Erde wechselt die Polarität. Nordpol zu Südpol und Südpol zu Nordpol. Der Mensch ist auch Wechsel der Polaritäten, das heißt, von einer Dualität zur anderen Dualität, aber auch das ganze Universum wechselt die Polarität. Die alte Dualität in der Philosophie, Gut und Böse, sieben Tugenden, sieben Sünden. Das Positive, das Negative. Aber heute werde ich die Seele in einer neuen Dualität präsentieren. Da gibt es eine neue Polarität, in der wir, da wir durch eine Dimension gehen, um in die vierte zu gelangen, die Dualität ändern soll, bevor entdeckt wurde, dass die Welt um unsere ersten Eltern im Menschen herum war, die zwei lebten, vor 3 bis 5 Millionen Jahren. Primitive Wesen. Unsere Eltern, die von außerirdischen Wesen getötet wurden, die auf die Erde kamen, Genetik kombinierten und all diese Männer töteten und Tod und Krankheit mit sich brachten. Und natürlich erschufen sie die neue Mensch. Der moderne Mensch folgte in seiner gesamten Geschichte seinem Weg, aber Aliens und Geisterdämonen kamen weiterhin an. Schatten, Krieg und Elend, und in all dem war die Menschheit gefangen. Und darüber. Die Götter blieben. Eine ganze Schöpfung war im selben Leben gefangen. Warum den Grund für diese Dinge finden? Ich werde die Geschichte erzählen. Ich war nichts. Ich habe alles umarmt. Alles ist das Universum. Bevor das Universum erschaffen wurde, musste ich Zeit erschaffen. Raum. Entfernung. Und wurde geboren. Die Lehre des Universums. Dann kombinierte ich diese drei Kräfte. Ich machte eine Verschmelzung der drei, was du das Gottesteilchen nanntest. Wurde geboren. Energie. Wurde geboren, löste sich von nichts und stieg in eine Leere hinab. Punkt. Die Verschmelzung fand nicht an einem einzigen Punkt statt. Wenn nicht, ereignete es sich im Weltraum, weit entfernt von jeder Zeit. Galaxiensysteme gemäß ihrer Realität und Unwirklichkeit der besagten Zeiten erschaffen und von nichts getrennt. Die Symmetrie des Universums verlassen, wo das Nichts das Universum umarmte.
Die Expansion des Universums geschah im Grunde meiner Tochter, Mutter Natur und ihrem Evolutionsprozess, indem sie in jedem Vorgang Polaritäten ändert und in jedem Polaritätswechsel Räume öffnet, wurden Polaritäten und Dualitäten geboren. Ich habe all meine Reichtümer losgeworden und sie im Universum verstreut und bin im Nichts geblieben. Dass sich das Lebewesen als Schöpfer seines eigenen Schicksals entdeckt und Gott in einem ist. In einer Bruderschaft der Götter des Universums, wo Liebe, Hoffnung und Glaube in einem Sein, alle gleich in Bezug auf das Leben des Universums. Aber die Kinder nahmen meinen Namen, den ich nicht hatte. Und sie gaben sich selbst Namen von Göttern aller Art, Götter des Bösen und Götter des Guten. Er schuf Stolz, Lügen, falschen Tod, falsche Reinkarnation und führte das Universum zu einem universellen Zusammenbruch, wo es nichts zu schreiben gab, als ein neues Universum ankam. In einem Wechsel von Polaritäten und Dualitäten. Der wahre spirituelle Kampf wird geboren, wo alle Götter beteiligt sind, aller Dimensionen und Lebewesen, die neue Menschheit und ihre Brüder aus dem Universum. Wir befinden uns im Krieg gegen das Böse, auf allen Ebenen der Existenz. Der Bewusstseinszustand des Menschen wurde wie jedes Lebewesen im Universum getäuscht, indem er sie in Multiversen gefangen hielt. Alternative Universen oder Paradoxien der Raumzeit. Der Ausweg besteht darin, die Freiheit des gleichen Bewusstseins zu schaffen, wo das Bewusstsein und das Unterbewusstsein das Universum als ihr eigenes Wesen finden, im Geist des Universums geboren werden und der Geist selbst sind. Auf diese Weise wirst du das Sein Wahrheit des Kosmos. Sie werden beginnen, ihre Freiheit zu leben. Deine Gegenwart, deine Zukunft und du wirst deiner Vergangenheit Kontinuität verleihen. Dies war der Anfang aller Essenz, die das Ausgerichtete, Integrierte und Beherrschte des gesamten Kosmos umfasste. Und sie nannten es das Alpha und das Omega.